haben also eine Aufgabe, Wand- und Bodenfliesen zu verlegen. Einmal im Dünnbett, im Kleben sozusagen, und einmal im Dickbett, die Mörtelverlegung. Dazu haben sie noch die Aufgabe, einen Waschtisch zu bauen, wo später das Waschbecken mal reinkommt. Der Anspruch ist vielleicht ein kleines bisschen höher, dass so spezielle Rundschnitte im Alltag vielleicht weniger vorkommen. Und dann geht es ja weiter. Alle 2 Jahre ist ja die Weltmeisterschaft. Und da kann man dann, wenn man hier gut ist, Deutschland vertreten. Man muss Ehrgeiz haben und Biss, ne? Um das durchzustehen auch. Ja. Durch den Publikumsverkehr ist ja auch eine ziemliche Belastung für die Einzelnen. Schon immer fasziniert die Kreativität und eben halt auch, man sieht, was man geschaffen hat. Ne? Sehr gut. Hier müsste ich einen Punkt abziehen, da hätte er noch ein bisschen schleifen können. Ja, dann haben wir da einen Punkt abzuziehen, ne? Also, ich denke, da können wir die volle Punktzahl geben. Er hat sich die Zeit genommen und hat sie genutzt. Ja. Ja, dann geben wir ihm 9 Punkte. Ja. So, dann kommen wir nochmal zur Bearbeitung der Einzelteile. Ja, wir sind sehr zufrieden. Sehr. Eine gute Arbeit. Sie haben sich sehr Mühe gegeben und diese Rundschnitte und sowas, das ist ja nicht alltäglich. Das ist ja eigentlich außergewöhnlich. Ne? Also wirklich, es hat Spaß gemacht mit der Truppe. Hat uns gefallen. Ja. Guter Jager. Ja? Guter Jager, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Müssen wir was merken, der Jager.